Das erste Mal, dass ich hier Luftaufnahme machen darf. Wir sind jetzt im ehemaligen Bürgerbräu-Areal. Und was sehen wir jetzt da gerade? Auf der rechten Seite haben wir jetzt versucht, mal darzustellen, die verschiedenen Gebäudestrukturen, die später sind. Wir haben die Gebäude im Alphabet bezeichnet, A, B, C, D, E. Mhm. Und haben jetzt hier mal das Gebäude A mit der Tiefgarage, die jetzt gerade stattfindet. Und auf der Rückseite, das sind die alten Bestandsmauern, die haben wir mit Erdnägeln in das Erdreich reingeremmt mit 6,80 Meter und verpresst. Das ist jetzt wie, als wenn man Dübel reinstellt und dann eine Wand davor klemmt. Wie viele Plätze gibt es in der Tiefgarage? 38. 38, okay, super. 38 Kellerabteile und dann noch ein Fahrradabteil. Okay. Und wenn du jetzt weiter links guckst, dann haben wir da mal eine Grenze drin, da sieht man dann den B-Bau. Das ist das, was so blau leuchtet, oder? Nee, was einfach hier die Strippe da drüber, dann links kommt der B-Bau. Okay, ich versuche mal ein bisschen höher zu gehen. Das ist der B-Bau jetzt, ja. Genau. Der linke Bereich, ne? Ja, okay. Da ist dann auch Tiefgarage. Mhm. Und dann sollten wir mal vorgehen, weil dann können wir mehr sehen. Jetzt will ich mal gerade den schönen Kran. Ja, die digitale Steuerung macht es nicht möglich, einen Schaltkreis komplett abzuschalten. Mhm. Und die reicht trotzdem mit 1-2 Watt die Lichterkette anzuleuchten. Weil eigentlich sollten die aus sein und immer nur einer sichtbar sein, dass man sieht, der Leuchter steigt gerade leider hoch. Mhm. Okay. Aber digitale Steuerung? Nee, sind 1-2 Watt. Wahnsinn. Und das so zu erleuchten. Hallo, grüß dich. Wieso? Sind doch gut in der Zeit. Ich bin voll im Plan. Aber noch weiter hin. Also das ist nur vom Böschern. Vom Böschern. Kommt noch weiter hin. Da sind wir hier oben ja noch 1,80 Meter. Ja. Der Schutz ist auch das, wo es drauf ist. Und das war auch alles fest, was er da gemacht hat. Das haben wir aber schön gemacht, Herr Fiebig. Dankeschön, freut mich. Schön. Ich komme mit dem Fenster, dass er mich nicht gleich wieder erkennen. Und ich, ich bin ja fast täglich Gast hier. Kein Thema, sehr gerne. Aber wunderbar. Da sagt er, da müssen wir ja eigentlich Eintritt bezahlen. Theoretisch, ja. Ja. Da müsste ich ja schon bei Ja, wir müssen auch irgendwie refinanzieren. Ja. Wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. Nee. Gut gemacht. Nein, wir haben auch Top-Polier, wir haben auch einen Top-Vorarbeiter vom Abriss und dann, das ist alles so glatt gelaufen, läuft glatt. Ja, okay, das ist gut, dann müsst ihr die anderen Gebäude auch abfangen und alles. Ne? Ja. Das ist alles. Da schauen wir gerade den Baggerführer, wenn der jetzt irgendeinen an einer Strebe zieht, kommt schon, dann er weiß ja nicht, wo die verankert sind. Wo sie verankert sind und ob sie mit anderen verankert sind. Ja. Das heißt, da kann ja an einer Sache ziehen und kommen dann von der linke Bau. Ja, aber das hat ja hervorragend geleistet. Ja. Ja. Ne? Wir haben nur da drüben beim Professor aus dem Das ist von der Technik. Das ist ein altes Maschinenhaus, wo man wieder die alte, also wir werden die Brauereigasse wieder darstellen, die Kleinteiligkeit hier als in Richtung in Form eines Konsultation Leuchtturmprojekt, dass wir hier dieses alte Maschinenhaus dann wieder darstellen. Und da kommt ja dann die Penthouse-Wohnung oben drauf. Und genauso auf den Giebel. Den muss mehr fangen, deswegen haben wir dieses Röhrensystem oder Stahlsystem jetzt eingebaut, was hinten in einem riesen Fundament verankert ist, dass diese Fassade gehalten wird. Die wird jetzt integriert. Das heißt also, die Bewohner können hier innerhalb einer halben Minute dann am Markt lassen. Ja. Und die Zufahrt zur Tiefgarage ist da auf der Ecke. Genau, aber noch weiter hinter. Das ist jetzt nie, noch nicht die Böschung, wie sie jetzt ist. Die kommen noch weiter hinter. Ja, hier links haben wir dann noch die Halle E, das ist eine Kreuzgratgewölbehalle, die lassen wir auch stehen. Okay. Ja. Aber die lassen wir auf unserem Mund stehen. Die Wolke heute, der Denkmalschutz, aber wir sagen, die ist so schön. Die möchten wir. Also was mich wundert ist, dass es hier schneit und den Rest von Kitzingen nicht. Ne? Ja, ja, auch schön gemacht. Also gibt es nicht so lange. Nee. Und sie durch das Klären, sie tun ja nicht mal, sie tun ja die Steine verklären. Da können sie ja schaffen, auch wenn Frost ist. Nee, das ist, nee, das ist das Problem. Wir werden jetzt schon auf ersten Stockniveau.
da müssen wir unwahrscheinlich hochgeben. Erstens, Sie können diesen Stein nicht alleine tragen. Deswegen haben wir da zwei Kräne stehen. Die müssen Plus gerade haben. Das muss sich verbinden. Zwar kriegen wir eine immense Last nachher ab, aber der Kleber ist so dünn und der muss bei Plus Null, sage ich jetzt mal, verlegt werden. Beton ein bisschen anders, je nachdem, ob wir statisches System haben, aber zum Beispiel auch die Wand, die wir jetzt hinten als Vorschalungswand für die Tiefgarage machen, die brauchen wir auch Plus gerade. Deswegen Montag, Dienstag, Mittwoch heißt ranklotzen, was geht, weil dann soll es wieder ein bisschen in die Nuss gehen. Ja, das war ja beim 14 auch noch, wurde die Grundplatte war ja schon fertig in der Zeitung. Das stimmte ja gar nicht. Da haben sie ja schon am Donnerstag gegossen. Gibt es auch Steine, die bei minus 10 Grad verlegt werden müssen oder so? Nee, ne? Wie beim Eiswein, sowas gibt es nicht. Nein, sowas gibt es nicht. Das wäre alles tödlich, weil halt der Stein selber macht ja nicht das Problem aus. Das Problem ist der Kleber und der Kleber muss sich mit dem Stein verbinden und muss die Klebekraft erhöhen. Ich sehe schon, die Herren sind alle vom Fach. Ja, aber es gab ja auch da bis gewissen Minusgrad, wo sie einen Zusatz machen. Das geht beim Beton. Wir können hier einen Beton anliefern lassen, der wird bei 20 Grad gemischt, kommt mit 20 Grad an. Dann müssen Sie aber, erstens sind es mal 60 Euro pro Tonne mehr kosten. Und dann müssen Sie das Projekt, was Sie dann einschauen, also oder was Sie gießen, müssen Sie dann auch einpacken. Ja. So dass der auch die Möglichkeit hat zum Durchhärten, weil sonst kriegt der einen Schock und dann ranzt. Nee, das war jetzt beim Fetzer, weil ich mich mit den Schuhmacher da, mit den Bauleiter auch immer halte. Das ist bloß gerade, müssen wir das betonieren, 55 cm die Betonschicht. Ja. Und dann kommen Matten drauf. Richtig. Dass das warm bleibt. Er muss dann mit dem Hochwasser auch ein bisschen Obacht geben, dass keins kommt. Also der hat noch eine Herausforderung, der hat ja Hochwasser und Temperatur, aber wir haben Temperatur und da. Ja. Wir sind ja nur unter Dienstag, Mittwoch sind wir gut dabei. Er sagt ja, die Höhe, die sie jetzt haben, das wäre so ungefähr die Hochwasserhöhe, was sie sich erkundigt haben. Ja, das sind ja so viele Schichten, ist ja die Heizung, die Umlaufheizung, die Speicherheizung drunter, alles. Und was sagt er? Er sagte, 130 Tonnen Eisen haben sie jetzt da die letzte Schicht gemacht. Ja. Jens, habt ihr irgendwas gefunden zwischenzeitlich? Nein, oder irgendwas nicht? Goldschatz wäre ganz interessant gewesen. Ja. Wir haben 20.000 Liter Heizöltank gefunden. Echt? Der war nicht mehr in den Plänen als solches drin, aber ansonsten überhaupt nicht. Aber der war nicht voll, sondern leer? Der war leer, den konnten wir. Den haben wir zwar noch mal in Gas zur Sicherheit, dass er wirklich nach den Statuten auch entsorgt werden konnte und ist dann Altmetall gewesen. Aber das war halt dann spannend, wie plötzlich so der Tank auftaucht. Aber eigentlich jetzt irgendwie archäologische Funde oder irgendwie wie nach Hinterlassenschaften, was auch neuere Zeit ist, von Krieg oder sowas, haben wir es gar nicht. Okay, alles klar. Das da hinten ist die Kreuzgewölbehalle. Die wird dann Loft oder Büro. Moment, da wo es jetzt blau ist, oder? Ja, wunderschöne Kreuzgewölbehalle, wo wir vor die Bögen vom Kreuzgewölbe dann öffnen werden und dort mit Glas einsetzen werden. Und oben drauf sind dann nochmal drei Lichtkuppen und dadurch bekommen wir dann auch das Licht. Profil. Wie viel Wohnraum schafft ihr jetzt insgesamt in Quadratmeter? In etwa? 3000, noch was? 3400, 3700. Ist natürlich toll für Kitzingen, dass Kitzingen ein bisschen belebt wird wieder mit Menschen. Weil wir haben nicht mehr so arg viel Marktplatz, wohnen nicht mehr allzu viele. Ne? Es ist halt ein besonderes Quartier. Also erstens auch mit den Mitbewerbern, das ist halt, was Kitzingen braucht, Qualität. Also Quartiere mit Qualität einfach, dass die da sind. Auch genau, das ist Mangelware. Kommen. Ja. Zu unserem Projekt ist es halt die letzte Möglichkeit, in der Innenstadt mit der Qualität zu wohnen. Das heißt, ich habe die Tiefgarage, ich habe mein Auto hier, ich habe eine Terrasse oder einen Balkon und ich habe es fast barrierefrei. Weil wir haben eigentlich die Wohnung auch fast barrierefrei. Bloß ist es meistens dann der Austritt auf dem Balkon oder was, kann von der Tür den Holm haben oder den Rahmen haben und deswegen können wir es nicht barrierefrei als solches aufschreiben. Jetzt könnten wir unseren Kupsch wieder gebrauchen, Jens, ne? Ja, wir hoffen, dass einfach durch die, ich sag mal auch Zuzug, weil wir haben ja verschiedene Käufer auch von weiter her, bisher zum Starnberger See, die in Eigennutzung kommen oder im Eigenbezug, dass dort auch das Potenzial gegeben ist, dass hier sich eine Versorgung neben der Norma
noch hier mit ansiedelt. Da sind wir auch gerade dabei. Wie sieht es aus mit Geschäftsräumen, Büros? Keine. Ladengeschäfte macht er gar nicht. Also gar nicht. Reine Wohnfläche. Wir haben uns das überlegt, wir haben es auch kalkuliert. Ja. Wir reden dann von einem operativen Geschäft. Wir haben davon Abstand genommen, weil im Endeffekt haben wir hier wie eine schlossähnliche Anlage. Ja. Dadurch, dass wir ein Lebensmittelbetrieb waren und haben dann gesagt, gut, wir wollen eigentlich Wohnungen, wo es ruhig ist. Ja. In der Erstplanung des honorierten Architektenwettbewerbs war die Halle E gedacht als Veranstaltungsraum, wo wir dann gesagt haben, das geht nicht einher. Ja. Weil man dann einfach mit Geräuschkulisse, es muss auf- und abgebaut werden, das widerspricht der ganzen Geschichte. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir machen es eine reine Wohnbebauung. Der hier reingeht, der sagt, ich möchte es ruhig, ich möchte es barrierefrei relativ, ich möchte mein Auto drin haben, ich will hier einfach auch mal auf dem Balkon. Mhm. Und in dem Moment hat er es dann über den Weg hier rüber, über die Grabkirchgasse, in einer halben Minute am Marktplatz. Er kann den Magen sofort erreichen, Freizeitgelände, Marktplatz und ist halt in dem Puls der Zeit. Gibt es sicherlich auch eine schöne Penthouse-Wohnung mit Blick über Kitzingen? Die gibt es auch. Also wir haben jetzt hier auf dem C-Gebäude, wo der Stern jetzt gerade sich so schön dreht, da oben drauf kommt noch eine Penthouse-Wohnung mit sehr viel Glas. Wir haben aber auch höher liegende Wohnungen noch, die teilweise auch als Mansardenwohnung, das heißt auch nochmal mit einer Treppe sind, wo ich dann über die Dächer von Kitzingen schauen kann. Und diese Außenfassade, Jens, die bleibt auf jeden Fall, weil die ist vermutlich auch denkmalgeschützt, ne? Richtig. Hier zollen wir dem Denkmalschutz, der das mit uns auch hier trägt und auch eine hervorragende Zusammenarbeit war. Wir haben dann also auch gesagt, wir lassen die als Leuchtturmprojekt dieses Gebäude so stehen, werden die also wieder ausbessern und wird in seiner Qualität, so wie sie jetzt da steht, auch bestehen bleiben. Wir werden nur auf der Rückfassade noch ein bisschen Öffnungen herholen für die Balkone und Fenster, aber ansonsten in dem Vorderbereich bleibt sie, wie sie ist. Genauso auch jetzt, wo die PowerPoint-Präsentation drauf ist, die frühere, man sieht es auch gerade jetzt auf dem Bild, bleibt bestehen. Wir werden jetzt von den rechten Fenstern, die zweiten, werden wir dann zu kleinen, so Art französische Balkone machen, wo man mit einem Schritt raus kann und hat also diesen Blick, wunderschönen Renaissancehof und die Küchen meistens auf rechts ausgerichtet, dann auf den Blick auf die alte Schlosserei. Okay, das ist jetzt mal ein typisch ausgekerntes Gebäude mit nur drei Wänden. Ja. Was passiert mit der vorderen Wand? Die vordere Wand hat es vorher nicht gegeben. Das heißt, die vordere Wand gehörte zu dem anderen Gebäude, also zu dem Nachbarngebäude. Es hatte keine eigene vierte Wand. Und nachdem da auch verschiedene Öffnungen drin waren, haben wir dann uns entschlossen, dass wir sie wegnehmen. Davor war Tank und natürlich auch dieser 30 Meter lange Schornstein, später jetzt auf 18 reduziert. Und das haben wir dann gesehen, da haben wir gesagt, nein, wir lassen sie fallen und werden dann eine neue Wand installieren. Man könnte auch eine Glaswand installieren, ne? Nee, weil die geht nicht, weil im Endeffekt der direkte B-Bau gleich daneben ist. Aber es wäre auch mal spannend, ne? Wäre auch spannend, wenn die Nachbarn sich sehen. Das Schlechte ist nur, wir haben teilweise auch, es sind ja sehr starke Mauern, dadurch haben wir keine Probleme, ein Schlafzimmer mit einem Bad hintereinander zu setzen. Und weil da ist auch nochmal Dämmung, ist es eine Doppelwand, weil wir müssen ja auch den Brandschutz zollen. Und das wäre dann ein bisschen schwierig mit einer Glaswand, wie du das machen willst, wenn der eine gerade da sein Bad hat und der andere gerade schlafen gehen will. Ja, aber es wäre ja spannend. Ne? Das wäre spannend, ja. Vor allen Dingen in dem schönen Hof, ne? Ja. Abends. Okay. Nein, das B-Gebäude sieht man ja, grenzt dann direkt dran an. Hinten muss man halt noch 5 Meter zurückdenken, wo dann die Gärten sind und die Terrassen sind und die Balkone sind. Das heißt, Jens, es gibt einen schönen Innenbereich. Das gibt die Höfe, deswegen auch die Zingerbräu. Die Höfe, also mehrere Höfe oder ein Hof? Genau, oder? Wir waren jetzt hier vorne, das bleibt als Hof. Wir sind hier vorne schon mit der Grenze da. Der Rest wird also Hofbereich. Und wir haben dann hier den Durchgang, das ist ein Hof, und wir haben hinten dran den Hof und unten dann den Renaissancehof vorbei, der bei der Familie bleibt. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass an Weihnachten in den Höfen wieder schönes Leben stattfindet, weihnachtliches. 2017, spätestens 2018 definitiv. Okay, cool. Also Ende 2018 sind wir komplett durch. Also dann vielen Dank, Jens. Gerne.